Hallo Leute, willkommen zum neuen Video der Serie With Nico. Mein Name ist Nico Jurenek und in dieser Doku nehme ich euch mit auf der Reise Schritt für Schritt zu meinem zukünftigen Blog-Business. Ich freue mich wieder, dass ihr sehr herzlich, dass ihr dabei seid. Ja, und das Thema oder der Spruch, der mich heute bewegt hat, über den ich ein bisschen reden möchte, ist eben: Am meisten verlierst du, wenn du wartest. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich habe ein paar alte Freunde getroffen, die ich jetzt schon längere Zeit nicht gesehen habe, und dann haben wir natürlich uns unterhalten, so was passiert ist in der Zwischenzeit, und ja, konkret haben sie dann auch gesehen, ja, dass ich halt in letzter Zeit eine stark gesteigerte Medien- und Medienpräsenz habe und auch in den sozialen Netzwerken, was ihnen nicht entgangen ist, und da haben sie mich auch sehr viele Sachen gefragt, eben so, ja, mit dem Blog und so. Es ist ja sehr interessant, dass du jetzt da Videos auch noch machst, und finde ich aber richtig cool. Und ja, es ist ein sehr gutes Gespräch geworden, weil man auch gemerkt hat, ja, sie interessiert sich auch wirklich dafür. Ihr wisst ja, es gibt dann auch oft Menschen, die einfach nur neugierig sind und sich eigentlich gar nicht wirklich dafür interessieren, sondern nur, ja, irgendwie die Aufmerksamkeit kurz haben wollen, aber jetzt und abchecken wollen, ja, ist das was für mich, und dann gleich wieder abschalten und totales Desinteresse zeigen. Und dieses Gefühl habe ich da jetzt gleich gehabt, und es ist eben ein richtig cooles Gespräch ausgekommen, was richtig in die Tiefe gekommen ist und so, ja, lange gedauert hat. Und wo man dann, oder wo ich dann auch drauf gekommen bin, ja, es interessiert die Menschen, weil es irgendwie doch sehr anders ist. Solche Videos macht nicht jeder, es schreibt nicht jeder Blog, und es sticht halt einfach hervor. Und die meisten Leute finden das jetzt eine extrem coole Idee, einfach weil es jetzt schon anders ist. Und andere, dann kommen so drauf, würden es vielleicht auch gerne machen und trauen sich einfach noch nicht. Und in diesen Gesprächen bin ich dann auch drauf gekommen, ja, teilweise haben die Leute, diese Freunde, sogar früher Videos gemacht und extrem coole Sachen gemacht und haben das dann halt irgendwann aufgegeben, weil, weiß nicht, sie den Sinn nicht mehr gesehen haben oder weil sie es einfach zerlaufen hatten und so, obwohl da ja auch heute noch extrem coole Sachen rauskommen könnten. Und in dem Zusammenhang finde ich das eben ziemlich schade. Und dann habe ich danach eben diesen Spruch auf Facebook gelesen, wörtlich zitiert: Du kannst mit allem auf die Schnauze fallen, aber gerade als Junge hast du wenig zu verlieren. Am meisten verlierst du, wenn du wartest. Und ja, der Spruch hat mich jetzt wirklich den ganzen Tag begleitet und bewegt, und ich finde ihn absolut wahr. Weil die wenigsten wissen jetzt schon von Anfang an, wo sie hinwollen, und müssen es einfach austesten und warten eben wieder auf diesen perfekten Zeitpunkt, den ich ja vor kurzem auch angesprochen habe. Und der wird aber nur durchs Warten nicht kommen, und man muss es einfach ausprobieren. Und dem einen wird es eben so taugen und dem anderen eher nicht, aber dann hat man es probiert. Und es wäre da wirklich zu schade, wenn man diese Zeit verstreichen lässt und wartet, weil ja, dadurch verliert man nur. Ja, das war schon wieder mein Input für heute. Also wartet nicht, macht es einfach. Und ja, wie immer gilt, Kommentare und Feedback bitte schreibt es gleich in die Kommentare unten, und abonniert meinen Kanal und schaut auch auf dem Blog vorbei. Und ich freue mich schon auf das nächste Video. Ciao!